Ja, mein Name ist Sebastian Sterzig, Red Bull Racing. Wir haben auf jeden Fall eine spannende Saison vor uns. Ich denke, wir werden auf jeden Fall alle anderen Teams in den Schatten stellen. Das Auto ist wirklich sehr gut. Wir haben einen sehr guten Motor drin. Wir haben auf jeden Fall, ja, also brauchen wir gar nicht reden, Mercedes, Ferrari, die werden wir hinten abhängen. Monza, erste Strecke, werden wir einen riesigen Vorteil haben, gerade auf den Geraden und in den ersten Kurven werden wir da auf jeden Fall einen riesigen Vorsprung uns aufbauen. Und ja, das wird klasse. Ich freue mich sehr aufs Rennen. Ja, danke. Danke. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur neuen Formel 1 Saison 2022. Wir sind hier in Italien beim ersten Rennen und ja, eine Überraschung gab es schon. Max Verstappen wurde von einer unbekannten Person mit umgedrehter Cap die Treppe hinuntergeworfen, ist leider schwer verletzt. Deswegen haben wir einen neuen Fahrer, den Herrn Sebastian Sterzig. Let's go. Perfekt. Wasser, Wasser, Wasser. So, wie läuft es jetzt, Kurve 1? Wie gehen wir da ran? Wir haben P5 heute. P5. Wichtig ist, wir sind auf der Außenlinie. Du bleibst. Ey, schick mal den Kameramann da weg. Verpissen Sie sich! Nee, mach du mal. Bitte mal weggehen, wir brauchen ein bisschen Ruhe hier. Ich erzähle ihm ganz kurz, wie jetzt die erste Kurve genommen wird. Das ist intern. Ich krieg erste Kurve, außen. Schön weit außen. Runterbremsen, ab 150 Meter vor der Kurve. Runter, erster Gang. Und dann ganz wichtig, nicht bremsen in der Kurve. Wenn man aufhört, in die Kurve rein und erster Gang und laufen lassen. Nimm den Körper mit. Okay, nee, ich schaff das. Danke, Leute, danke. Ah, das Leben bei Red Bull ist nicht einfach, hör mal. Geht los. Oh, shit. Ja? Das macht nichts. Oh, shit. Ey! Das kann ich nicht. Oh ja, ja, Alpha Tauri überholt mich, aber ist nicht schlimm. Jetzt entspannt euch mal alle hier. Oh, ja. Ja. Wir fahren einfach hier lang, das ist, sind die alle bei. Oh, Scheiße, Sergio! Hör mal, mein Lieber. Alles gut. Schön hier lang. Wer ist denn er hier? Fernando, Scheiße. Ding, holen wir einen, pass mal auf. Oh. Ja, einmal um die Kurve, gar kein Stress. Runde 1 ist im Prinzip. Nee. Fernando, vergiss es. Nein, nee, alles gut, wir fahren geradeaus. Macht doch gar nicht. Ey, ich hab das Gefühl, die überschreiten das Speed Limit, aber das ist gar kein Problem, das kriegen wir hin. Collision with Russell, wer ist ein Russell? Ja, alles gut. Welcher Platz sind wir? 8 von 20? Was ist, warum sind die alle so schnell? Verpiss dich. Der Kacklappen, Alter! Den haben wir da stehen lassen. So, Kurve 2. Guck mal, hier vorne ist doch auch Straße, das ist auch in Ordnung. Fahren wir einfach hier lang. Können wir eigentlich rausfliegen, Mo? Wir können rausfliegen, richtig? Ja. Tatsächlich sind wir rausgeflogen. Ich wurde von der Strecke tatsächlich abgedrängt. Ich habe gesehen, das waren die anderen. Das macht überhaupt nichts. Komm einfach in die Box. Wir machen das und kommen wieder raus. Bitte sei nicht sauer, ja? Nee, alles gut. Ich habe noch einen Reifen da. Warum machst du den Kopf? Wo warst du Schiss? Na, Schiss habe ich schon mal gar nicht. Ich glaube, die ganze Situation auf der Strecke ist jetzt einfach so entstanden. Es ist hartes Racing, gerade erstes Rennen. Da will man sich beweisen. Man probiert das Auto aus und heute hat es einfach nicht geklappt. Wir haben auf der Geraden versucht, da den Vorsprung auszubauen und zu verteidigen. Das ging leider nach hinten los und die Wand war näher, als ich dachte im Endeffekt. Dann Schiss habe ich nicht. Danke. Und damit herzlich willkommen zum Dutch Grand Prix 2022. Ich habe mich gerade dreimal gehört. Ich kann nicht mehr. Sebastian Sterzig hat sich schon voll in die Wand gerissen und geworfen. Ja. Ja, mein Gott, da hat er keinen Bock mehr auf die Scheiße. Das ist dein Job. Zurück ans Mikrofon jetzt. Mo, wo sind wir? Zandvoort. Niederlande. Zandvoort. Du kommst die Strecke runter, links ist ein großes Tulpenfeld. Schön. Einfach ignorieren. Hörst du mir zu? Ja. Ich brauche ein bisschen Konzentration. Erste Strecke ist nicht gut gelaufen. Ne? Wir müssen ein bisschen was rausholen. Geh's ruhig an. Halt dich ein bisschen fern von den anderen. Hast gesehen, die fahren dir immer eine Karre. Die wollen dir was Böses. Scheiß auf die Tür. Dankeschön. Ja? Danke. Krieg ich hin. Und rein. So, ich bin wieder auf der 5. Oh, erste Kurve wird schwierig. Aber kriegen wir hin. Er hat meinen Frontflügel abgefahren. Die miese Ratte. Um die Kurve, gar kein Problem. Und Gas geben. Zack. Also welche Schwierigkeit sind denn die? Ich dachte, wir schmieren die alle. Wir haben noch Geld. Wir sind noch Red Bull. Boah, ist das eine Strecke. Maischala. Ich komme jetzt in die Box, ja? Bremst runter. Anna steht bereit für dich. Ich bin nicht runter. Okay. Anna? Du
war ein guter Stop. Das war gut, das war gut. Du hast getrunken, du hast was gegessen und du hast einen neuen Frontflügel. 8 fucking Sekunden, das war scheiße. In die Kurve. Oh Gott. Digga. Hast du das gesehen, wie Vettel da um die Ecke kam und mich komplett weggerammt hat, Mo? Ich hab den nicht von hinten kommen sehen. Du genauso wenig. Alter, bin ich scheiße. Und die GoPro fällt. Gut, dann jetzt auf nach Monaco, ja? Ja, ich pack schon mal ein. Hier ist der Schraubenzieher. Mach schon mal die Reifen ab. Ist das jetzt nicht ein bisschen Unvorteil für das Team, wenn wir so zwei Ausfälle hintereinander haben? Ja, würde ich jetzt nicht so sagen. Also man muss bedenken, wir sind noch früh in der Saison, haben noch einige Rennen vor uns. Gerade der zweite Ausfall ist natürlich jetzt sehr schade. Wir haben ein gutes Tempo drauf gehabt. Ich würde schon sagen, da waren einige sehr gute Momente mit bei, jetzt auch in diesem Rennen. Gab es ein paar Differenzen mit dem Renningenieur. Aber im Endeffekt, wir arbeiten dran, immer in die Zukunft gucken und dann wird das auch schon wieder. Danke. Und damit herzlich willkommen in Straßenfluchten von Monaco, ja. Sebastian Sterzig, die ersten beiden Rennen komplett in die Wand zerschellt, gescheppert. Er hat sich komplett zerrissen. Und jetzt sind wir hier in Monaco und ich bin einfach nur hyped. Ich bin richtig hyped, ja. Let's go, Alla. Abfahrt. Ihre! Mo, ja. Jetzt musst du mir unbedingt sagen, also es liegt ja offensichtlich an den anderen. Gib mir einen Tipp jetzt bitte. Fernhalten. Einfach, also wirklich Distanz wahren. Ja. Wenn die schneller sind, fahr rechts ran, halt an, lass die vorbei. Ja? Ist egal, ja, ist egal. Also volle Kanne rein. Ja. ja, danke. Kurze Strecke. Oben kommt Moncler und Chanel. Mm. Da dritten Gang und laufen lassen. Mach ich. Das schaffst du. Dankeschön. Bringst du mir eine Tasche mit? Bitte? Auf gar keinen Fall. Ich fahr hier Auto. Bringst mir eine Tasche mit? Ich glaube, es hackt, ich bin hier beschäftigt. Mal wieder Fünfter, vor uns ist nur der blöde Russell und der Lewis Schmemmelten. So, erste Kurve direkt vor uns, ich war ja schon mal hier. Oh, ja. Jetzt kommt hier der Alpha, scheiße. Oh mein Gott, ich habe den übel abgehängt. Siebter Gang, achter Gang, so jetzt hier ein bisschen. Aber wir können hier um die Ecke rollen. Oh mein Gott, ich habe die Kurve tatsächlich hinbekommen. Ich mache es bis jetzt nicht schlecht, aber auch nicht gut. Eieiei, ja, Frontflügel ist nicht schlimm. Hier runter in den ersten. Nee, neutral nicht. Macht nichts. Ich bin hier wirklich im Real Life rumgelaufen. Das sieht hier tatsächlich so aus. Oh Gott, man fährt ja nur im ersten Gang rum. Aber ich komme um die Kurve und ich habe bis jetzt, glaube ich, nur einen Platz verloren. Ich mache jetzt Divebomb schön in die Mitte rein hier, warte. Ja, ich kürze einfach ein bisschen ab, das fällt nicht auf. Wir gehen hier rechts um die Ecke. Hier muss man immer richtig den hier machen. Oh, ich glaube, das wird die erste Runde, die ich komplett mache. Ja. Oh mein Gott, ich habe wirklich eine Runde in Monaco geschafft. Oh, scheiße. Ich habe zwar keinen Frontflügel mehr, aber mein Herz ist so groß wie einer. Nee, vergiss es, Daniel Ricciard, scheiße. Friss meinen mikroskopischen Staub. Nee, vergiss es. Vergiss es, Arschloch. Okay, Kurve. Ja, wir fahren einfach wieder geradeaus rüber. Trotzdem ich hier richtig abkürze. Was ist das denn jetzt? Mo, Mo, die überholen mich. Boah, Alter, ist das anstrengend. Diggi! Ich weiß, warum ich keinen Führerschein habe, Freunde. Ich bin einfach eine Gefahr für die Menschheit. Ja, komm, geradeaus ist jetzt auch nicht mehr. Das macht den Co. jetzt auch nicht mehr fett, ne? Ja, ist doch alles gut. Mo, Mo! Guck dir an, was passiert ist. Wir steigen auf NASCAR um. Das geht nur im Kreis, das ist einfacher für dich. Nein! Ich bin Formel 1 Fahrer. Guck mal, wie die Fans sich freuen, die asozialen. Guck mal, ich bin schon wieder traurig. Und er klopft mir schon wieder auf den Rücken. Der Blöde. Er kann sich das auch irgendwie mal stecken lassen hier. So, ich glaub, was ist drei? Wir mal lieber nicht. Was? Was gibt's eigentlich zu grübeln? Zum Grübeln gibt's einiges. Wir im Team haben uns jetzt beschlossen, dass wir auf jeden Fall mal einmal alles durchgehen, was heute passiert ist. Ich denke, da gibt es viel Klärungsbedarf. Danke der Nachfrage, mir geht's übrigens gut nach diesem Horrorunfall. Aber ja, wir müssen uns zusammentun, drüber sprechen intern, was da alles heute vorgefallen ist. Ich möchte auch gar nicht hier weiter drüber reden. Ich denke, das ist alles etwas für die Garage im Nachhinein dann. Langsam wird es eng mit den Punkten, da haben Sie vielleicht recht. Das denken sich vielleicht die Fans auch da draußen, aber ich verspreche Ihnen eins. Ich gebe Gas.
Danke, danke. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, in Saudi-Arabien. Grand Prix 2022. Es ist unfassbar, wie viel Pech und Pannen der Sebastian Zerzek hatte. Aber ich bin mir sehr sicher, er wird jetzt in Jeddah, wird er auf jeden Fall seine Leistung zeigen. Allah. Schwören! Mo, erzähl mir was über Jeddah. Bitte kurz, knapp, knackig. Schnellste Strecke, wenig Kurven. Genau das dein Ding. Das klingt nach mir. Genau dein Ding. Aha. Also bis in 8. hoch. Du musst einfach nur Gas geben. Mo. Diesmal wird's. Diesmal wird's. Mo! Der vierte Reifen. Ich lasse aus der Fabrik 4 neue Reifen und wir versuchen es noch einmal. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, in Belgien 2022. Ja, Sebastian Zerzek ist einfach nur richtig scheiße, Mann. Der kann gar nichts. Das geht mir einfach richtig auf den Sack, Mann. Ich habe keinen Bock mehr, das zu kommentieren. Der kann gar nichts. Mann, der fährt immer in die Wand. Ich kann das selber, oder? Aber sag mal was dazu. Wo ist eigentlich Max Verstappen? Ja, Max Verstappen ist im Krankenhaus, Mann. Das war Abfahrt. Mo? Erste, wichtigste. Nein, Mo. Wo ist der scheiß Schirm? Schirm. Anna, da ist der Schirm. So. Erste Kurve. Fokus. Erste Kurve, keine Ahnung, aber die anderen weiß ich. Perfekt, danke dir. Ich funk dich an nach der zweiten. Machen wir. Scheiße, den Start kriege ich immer nicht hin. Ich habe schon wieder meinen Frontflügel verloren. Ich kann wirklich kotzen, Mo. Pass auf, ich krieg die hier auf der Geraden. Mo, ich krieg die hier. Mo! Das war ja nur die Einführungsrunde, oder? Oh ja, mein erster Start in Spa. Mhm. Haben wir? Innen. Super schön. Oh mein Gott, das war so eine geile Kurve. Wir haben's. Wieder bremsen, vierter Gang. Wer ist er hier? Der hat doch gecheatet. Ich werde ihn ausschalten. Messer? Oh mein Gott, ich werde den sowas von aus dem Leben nehmen. Ich habe ihn gemacht, Mo. Mo, ich habe ihn gemacht. Oh mein Gott, das läuft doch. Ich zieh die richtig ab. Wer ist denn er hier? Irgendein Alfa-Ro, scheiße. Disqualified vom Session. Ich wurde rausgeworfen. Warum? Sommerpause. Was da jetzt los war, das weiß ich auch nicht. Wo ist er denn jetzt? Wir müssen, glaube ich, mal mit ihm reden. Folgen Sie mir mal ganz kurz, da hinten sitzt er. Herr Sterzig, das Interview muss noch weitergeführt werden. Nee. Okay. Ja, was, woran hat's gelegen? Habe ich recht? Frage, die alle hören wollen. Disqualifizierung. Weißt du, wann es das letzte Mal gab? Irgendwann kein Plan, wo hier Michael Schumacher da irgendwie eine Kleinfamilie umgeschmissen hat. Disqualifizierung, weil ich da einmal über einen scheiß Rasen da rüber bin. Wie so ein Rasenmäher. Valtteri Bottas darf das. Der darf da über den Rasen fahren. George Russell darf das auch, aber ich nicht. Oh, disqualifiziert, schwarze Flagge. Ist ja ein toller Sport. So, das hat jeder gesehen. Bullshit. Bullshit ist das. Luis, Luis, Christian hier. Yes, yes. Yeah, I know it's 10 minutes before the race, yeah. Yeah, you have to kill Sebastian Sterzek. He's so bad. I can't take it anymore. Kill him. Yes. Yes, thank you. Abfahrt. Mo, oh, bitte, es ist Silverstone. Kann ich nichts zu sagen, mach ich nicht. Ich spreche mit Ferrari, mir ist das scheißegal hier, was du machst. Warum denn? Ist doch alles gut, man. Zwei Fehler kann man doch wohl mal machen. Ich hab keine Frontflügel mehr, ich hab keine Reifen mehr. Froh, dass die Karre überhaupt noch fährt. Digga, wir sind Red Bull, Bro. Also. Ohne Scheiß, ich geh zu Ferrari. Ja, dann geh doch. Komm, wir gehen zu Ferrari. Darf ich das Wasser... Neutral halten, Kupplung kommen lassen, ne? Oh, Drive-Thru-Penalty. Ich bin zu früh losgefahren. Die Kurve ist jetzt natürlich ein bisschen blöd gewesen. Oh mein Gott, ein Erster. Easy. Oh mein Gott, ich habe einfach alle wieder... Ich habe schon 6 Penalties. Oh, 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 ja, ja, in Ruhe, in Ruhe, in Ruhe.
Also die Kurven hier, die sind doch alle so scheiße platziert. Ey, ohne Scheiß, du musst die ganze Zeit hochschalten, runterschalten. So eine Scheiße. Das ist ja überhaupt nicht wie Mario Kart. Weißt du, jetzt komm, Alter, wirklich Charlie Claire, du bist so eine dumme Drecksau. Sergio, dich. So, der wird jetzt von mir komplett weggegamed. Haben wir. Schön in die Kurve. Das ist wie eine Oper. Kunst. Alles gut. Der Lewis, der ist richtig... Lewis! Reiß dich zusammen, Lewis! Oh Gott, Collision with Hamilton, der ist mir reingefahren! Lewis Hamilton hat mich weggerammt! Lewis Hamilton hat mich gerade ohne Scheiß, der hat mir den Titel geklaut. Und ich bin in die falsche Einfahrt rein, oder? Ich wurde halt wieder disqualifiziert, Mo. Hast du gesehen, wie Lewis Hamilton mich komplett aus dem Leben geschallert hat? Hab ich da Schuld dran gehabt oder war das Lewis Hamilton? Die anderen Fahrer haben nicht so Probleme. Lewis Hamilton hat es... Hast du gesehen, wie Lance Stroll mir dann hinten raufgefahren ist? Rad komplett weggefetzt? Hat eine komplette Kleinfamilie beim Einkaufen erwischt? Alle tot? Durch die Bank erwischt? Haferbrei sind die. Kannst du in einem Smoothie kannst du die austrinken. So brei sind die. Ich glaube, jetzt haben wir es alle gesehen, ne? Wie ich da weggerammt wurde von Mr. Oh, Sir Lewis Hamilton. Das ist ja Sir. Oh, ho, ho, ho. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo er gerade ist, aber wenn ich den irgendwann mal sehe. Oh, da kommt er. Die Ratte. Blöde Sau, rammt mich hier weg. Siebenfacher Weltmeister wird am Ende geehrt und ich bin hier und werde hier als schlechtester Fahrer der Menschheitsgeschichte dargestellt. Können Sie auch von mir aus öffentlich da posten auf dem Twitter-Account von Formel 1, ist mir scheißegal. Ein Rennen haben wir noch. Das Bier ist noch nicht getrunken. Mic drop. Lewis, I trusted you, man. He's on TV. He's alive. What did you do? Why didn't you kill... Oh. Lewis... Du kleine Ratte, jetzt hab ich dich an den Eiern! So, das Bier ist noch nicht ausgetrunken, hör mal! Wenn du das nächste Mal suchst du dir wen anders raus, den du reinfährst! Du, können wir vielleicht nochmal drüber reden, wegen generell? Also, ist jetzt Suzuka. Halt einfach dein Maul, ehrlich. Sterzig, allein auf sich gestellt. Allein auf sich gestellt. Mehr fällt mir nicht an. Die letzten Rennen liefen sehr, sehr gut. Wir haben viele Wins eingeholt. Sehr guter Start. Oha, hier kommt man sehr schnell drumherum. Sorry. Sergio, bitte. Es tut mir wirklich leid. Ja, wir fahren wieder mal Offroad, denn das Ganze ist ja hier gefühlt eine Rallye. Nee. Niki, dann mach jetzt aus. Wir machen es einfach so. Wir filmen jetzt noch, wie ich ein bisschen fahre. Und Mo fährt eine Runde. Und dann, tu mal so, als hätte ich gewonnen. Und das veröffentlichen wir dann. Ja. Mo, pass auf, Mo. Nimm mal Monster. Wo wir angefangen haben? Nee, Monster, genau, Monster einfach. Und in der letzten steigt dann schnell ein und dann filmen wir das so, als hätte ich gewonnen, okay? Dann schneiden wir das einfach so. Das ist dann, wir filmen das jetzt. Und dann schneiden wir das einfach so, dass ich dann gleich reingehe. Und dann schneidest du das dann so, dass ich die Runde gefahren habe. Könnt ihr dann noch Footage von der anderen nehmen. So, genau, und jetzt hältst du gleich an. Na, jetzt lass mich hinsetzen. Verpiss dich mal. Jetzt geh mal, vergiss dich. Geh weg. Schlafen. Hältst du drauf? Ja, ich halte drauf. Okay, 3, 2, 1. So, letzte Runde tatsächlich. Wir liegen ziemlich weit vorne. Hamilton 15 Sekunden hinter uns. Schön die Kurve genommen. Das haben wir. Das ist ein Sieg. Ohne Penalties. Hamilton Zweiter. Also, 15 Sekunden hinter uns. Okay, this is your final lap. Ach, ist noch einer, oder? Ach, Mensch, das wusste ich natürlich. Ist ja nur ein Spaß. Ja, fahren wir mal geradeaus. Jetzt können wir es uns ja erlauben. So. Ja, die 15 Sekunden, ne? Ach, Mo. Ja, wenn der mich sehen könnte gerade. Aber er ist ja nicht in diesem Raum. Niki, halt auf mich.
Alles gut? Selbst das kann ich nicht. Kann man... Wie? Nee, scheiße. Ich kann nicht mal mehr, zurückspulen. Ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen. Kein Stress. All die Zeit, die wir jetzt gerade noch da reingesteckt haben, alles zunichte gemacht. Können wir es bitte so schneiden, dass ich eben einfach gewonnen habe? Checkered Flag, ja. Ja, scheiß drauf. Du hättest halt einkaufen gehen können zwischendurch. Was ist denn los? Ja, die Saison ist gelaufen. Also meine Mitarbeiterin hat hier gekündigt. Doch Ehe verloren, ne? Keine Fans mehr. Sollte einfach nicht sein. Bitte ich.